Moin Moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Und seit Tagen fragen wir uns, wann beginnt nun eigentlich das chinesische Neujahrsfest? Und ja, die Antwort haben wir bekommen. Blizzard hat den Start des nächsten Overwatch-Events angekündigt und los geht es schon am 4.2., das heißt kommenden Donnerstag. Ja, wie ihr das von mir kennt, ich werde für euch am Donnerstag live sein auf twitch.tv/highscoreheroes und wir werden uns natürlich auch... wir werden bis zum Event ein bisschen Overwatch zocken, werden dann uns natürlich die neuen Cosmetics anschauen, werden gucken, was für Änderungen bei dem Event-Modus da sind, denn ja, zumindest eine Sache, die wir uns im letzten Jahr immer geboten hat, sind Änderungen am Event-Modus. Es gab immer so kleine Verbesserungen, zum Beispiel Winter Wunderland hat ja kleine Verbesserungen gesehen, davor die Events aber auch, Lucio Ball hatte neue Stadien und so weiter. Und ich bin sehr gespannt, was wir dieses Jahr sehen werden rund um Capture the Flag. Das ist ja das Neujahrs-Event oder der Neujahrs-Event-Modus, der jedes Jahr mitkommt. Ob wir vielleicht wirklich mal eine neue Map sehen, da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Ich kann nur sagen, haltet Erwartungen vielleicht eher ein bisschen niedrig. Was wir auf jeden Fall schon gesehen haben, ist ein neues Highlight-Intro, was uns nämlich im offiziellen Trailer präsentiert wird. Bevor ihr da falsch lauft, das ist kein neuer Skin, den ihr hier von D.Va seht. Diesen Skin haben wir in der Vergangenheit schon bekommen und verwechselt das bitte nicht, dass ihr sagt, oh Gott, neuer D.Va-Skin oder sowas. Das ist hier wirklich nur... quasi ein Highlight-Intro, aber was man in meinen Augen sagen muss, es ist sehr schön. Mir gefällt das sehr gut. D.Va schickt ihren Mecha weiter, lässt den auf einen Schnipser hin explodieren, wie so ein Feuerwerk, also sehr gelungen in meinen Augen. Find ich wirklich ein schönes Intro, was man hier gemacht hat. Gerade die letzten Events haben ja sehr wenige Highlight-Intros meist mitgebracht. Vielleicht wird das mal wieder ein Event, was ein bisschen mehr dahingehend bietet. Das Event wird bis zum 25. laufen, das heißt, kurz vor der BlizzCon Line wird man dann fertig sein. Ich glaube, die ist am... Lass mich nicht lügen. Ich glaube, die BlizzCon Line ist tatsächlich am 26. Ich werde das mal eben noch kurz, bevor ich euch hier BlizzCon Line, bevor ich euch hier Quatsch erzähle. Oh ne, tatsächlich ist die eher, die ist am 19. Das heißt, das Event läuft über die BlizzCon Line drüber. Das wundert mich jetzt fast ein bisschen. Aber gut, ihr wisst zumindest Bescheid. Donnerstag geht das Neujahrsfest los. Preload gab es in meinen Augen schon am Wochenende. Und wenn ihr Lust habt, kommt dann Donnerstag gerne in den Livestream. Wir schauen uns alle neuen Sachen an. Und ich sage mal, bis dahin, Freunde.